Das Pet muss jetzt erst down. Oh, der Krieger hört schon auf, Schaden machen. Nicht mal keinen Punkt Schaden. Ja, ich mache ja nur ein bisschen Auto-Hit, dann werde ich gefeiert und dann geht das Pet down. Weil er dem Pet nämlich nachläuft. So, das Pet ist down, oder? Ja. Ja, und ich das Pet ist down. Jetzt ist der Hunter selbst dran. Ich bin gerade mal irgendwie Kaffee kochen oder so, ne? Ach ja. Kaffee ist schön. So, und als nächstes ist der Krieger dran. Wollen wir den auch sterben lassen? Ja. Nee. Nee, der war schlau genug. War dafür. Der war schlau genug, aufzuhören zu spotten und so weiter. Also, ein tot Hunter und ein totes Hunter. Pinulata ist tot. Menno, ich wollte jetzt mal gucken, wie du... Du hältst jetzt viel zu früh. Kann ich gar nichts gegen machen. Der tote Hunter gefällt mir. Aber bist du fies heute? Mal, ihr könntet jetzt auf den Krieger draufhauen, wenn ihr ganz lustig wärt. Oh Mann. Schade. Schade, zu spät. Ja. Wollen wir nochmal warten, bis er übernommen wurde? Nee, das machen wir in der nächsten Inni. Oh. Das machen wir in der nächsten Inni. Was haben wir denn da? Oh toll, beides Kette. Kette. Kacken, ey. Nee, ich war gerade also, schon. Leaf Instanz in 3, 2, 1, 0. Ja, jetzt ist nichts mehr da, was ihn hier könnt. Das ist natürlich dann schon blöd. Oh ja, das ist doof gelaufen irgendwie, so minimal, also. Habe ich jetzt auch gar nicht dran gedacht. Ach ja. Das ist schade. Hm. Gut, da will ich aber mal nicht schlecht sagen. Wollen wir noch eine kurze Inni oder? Ja, natürlich können wir. Ich muss nur noch kurz Sachen auf die Bank bringen. Ich werde nur noch für eine kurze, weil wir schon so spät haben. Ja, natürlich. Ja, das haben wir nicht wirklich in der Hand, wie lang die denn wird. Das stimmt. Allerdings. Aber eine packen wir auf jeden Fall noch. Wollen wir einmal Flammschlund oder was ist kurz? Nee, wir machen einfach random. Nein, ich will nicht schon wieder hier in die Dings rein. Dauert zu lange. Ja, auf dem niedrigen Level sind die aber alle irgendwie so ein bisschen doof. Wir könnten trotzdem gehen, da tropft viel Leder. Gehen wir da rein. Kriegen wir halt kein Beutelchen, ne? Ja, komm, ist doch egal. Gehen wir rein. Oh. Wie? Oh, ich dachte schon. Hab ich jetzt, ich war schon kurz davor zu denken, wir kriegen keinen Instant. Hätte Schluck auf, Entschuldigung. Das war das. Oh. Huch, wer war das? DD. Wo ist denn hier der Typ zum Verkaufen? Ne? Ein paar Sachen loswerden. Gastwirten. Möge eure Klinge niemals stumm sein. Jo. Die Kuhn stellt her, Stoffverband. Ja, weil ich Inventarplatz brauche. In ein paar Sekunden sollte ich aber langsam dann mal annehmen. 10, 9, ich wollte gerade noch verkaufen, scheiße. Tja. Ja, ein bisschen zu spät. Ein Wassergeist, hallo. Na? So. Pack noch mein Beutelchen aus. Was macht er da? Ach, Quest annehmen. Ups. Ja. Was haben wir denn da? Ein Hunter, der hoffentlich nicht weiß, wie man Knurren abschaltet, und ein Magier, der wahrscheinlich sehr pullfreudig sein könnte. Das wird lustig, das wird schön. Ich baue jetzt erstmal in Ruhe mein Erz ab hier. Lass dir Zeit. Kann ja schon mal pullen. Nee, nee, wenn, dann lass einen von den beiden anderen DDs polen. Wie lustiger dann. Das ist aber doch hier so Free Loot und so, das ist doch nix. So, hat der Knurren aus? Der hat Knurren aus. Verdammt. Kriegen wir jetzt ernsthaft so kurz vor Ende der Aufnahmesession noch fähige Leute oder was? Really? Ich bin überwältigt. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Habt ihr das gesehen hier, was ich für ein Damage gerade gemacht habe? Ne, habe ich nicht. Tut mir leid. Mach's nochmal.
Ich hab's gesehen, Hammer. 150 DPS und so. Ja, 150 Mir DPS wie? Als Heiler und so. Ja. Ja. Ich würde immer dran denken, wenn möglich die Affen rauslassen. Was bringt das denn? Wenn wir die treffen, dann greifen sie uns an und wenn wir sie freilassen, egal ob wir sie schon getroffen haben, sie uns dann angreifen, dann helfen sie uns. Okay. Wieso bin das ich das? Weißt du natürlich als Profi. Natürlich. Erklär ich. Wieso haben wir jetzt fähige DDs? Das ist langweilig. Ich will keine fähigen Idees, wenn ich mit euch beiden unterwegs bin. Klingt irgendwie nicht besonders. Ich will keine fähigen Idees, wenn ich mit euch unterwegs bin. Ja, weil dann können wir ja niemanden trollen. Begründet ja, die trollen. Haben's halt, die haben es halt dann auch echt verdient, nicht getrollt zu werden und so. Ja, deswegen, da habe ich immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich solche Leute dann trolle. Also ich bin... Greif doch an, du! Ah. In dieser Instanz werde ich nicht der ausschlaggebende Punkt dafür sein, ob jemand getrollt wird oder nicht, das müsst ihr dann machen. Denkt dran, Quest abgeben und annehmen. Ja. Ja. Schon gut. Was haben wir denn da? Ein Dolch. Oh, wir haben... Nimm du den. Gib mir Dolch. Danke. Besonders wichtig ist das mit den Affen jetzt hier. Wo ist der Dolch? Ah, hast du schon. Mhm. Ja, macht mal, ich komm gleich nach. So. Die Orle kommt mir jetzt sowieso. Ob wir wollen oder nicht. Bewirft uns mit Getränken. Oh, jetzt bin ich besoffen. Sehr nützlich, was ja viele nicht wissen. Erstens, wenn sie dich trifft, wirst du ja schwummrig. Und ja. Ich nenne das voll. Ja, gut. Gesellig! Wenn sie stirbt, neben sich... Mana-Tränke. Genau, das würde ich sagen. Das sind keine Mana-Tränke, es sind Mana-Döns-Schlürfteile zum Hinsetzen, weil Mana-Tränke könnte man sonst auch als Mana-Pops missverstehen. Rompe? Wenn Rompe nicht schon was Besseres trägt, ist das nee, was für ist, Rompe? Nee, ist meins, ist meins. Aber der Hunter kriegt's. Ah, nee, ja, für den ist das auch was. Krieg das nicht? Ah, du hast gekriegt. Nee, ich hab's. Du hast doch bekommen. Rompe ist ein Pessimist, der geht immer davon aus, dass die anderen was kriegen, wenn er was braucht. Und wenn er nichts braucht, dann kriegt er immer alles. Der ist so. Das ist wirklich so. Ich bin mal schnell alle Tränke gesichert. Weil du ja auch hart auf Mana gehst, ne? Ja, weil ich so ein alter Suffnase bin. Guck mal, was ich kann. Du kannst pullen, kannst du. Auf die GEMA! Ich hab bestimmt noch die Rechte auf Zirkuslieder. Selbst wenn nicht, auf Verdacht wird's erstmal gesperrt. Ja, natürlich. allein auch wegen diesen ganzen Kommentaren, die wir hier bringen, werden die Videos schon gesperrt. Rompe generell, der wird nie wieder im Internet auftreten dürfen. Vor allem nicht unter dem Namen Rompielos. Ja, mir ist mal aufgefallen, dass wir am Wochenende versäumt haben, das Video von Silvester zu gucken. Oh ja, und wir haben auch versäumt, Aufnahmen zu machen. Oh ja, aber so viel gab es gar nicht aufzunehmen, wir haben ja nur Filme geguckt. Ja, richtig. Ihr hättet die Filme aufnehmen können. Make-and-Break-Aufnahmen machen. Oder ja, so. Aber ich glaube, dafür war ich ein bisschen zu müde dann. Ja, wir waren halt total fit und wir haben auch ganz kurz nur was gemacht, ne? Ich bin halt ganz früh ins Bett gegangen. Hallo, Tulu, bleib mal stehen, danke. Beim nächsten Mal wird's lustiger. Wird länger, besser und vor allem... Länger, besser, ja. Auch wieder richtig. Wir haben uns ja dazu drauf geeinigt, dass wir da sagen, richtig. Das klingt auch wieder richtig. Ja. Länger, besser, härter. BSC. Härter wollte ich jetzt nicht sagen. Weil spätestens dann...
Ja, es nee, ist nee, nee, eindeutig das zweideutig gewesen. Nee, 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 das hat schon den Sonne. Viel früher begonnen. Ja, stell dich genau bitte in die Bomben, genau. Das, also jeder, der zuschaut, bitte immer in die Bomben stellen. Das genau ist so, wie das viel jetzt Schaden der Magier bekommen. Macht. Der Magier macht's genau richtig, der tötet sich jetzt fast selber damit. Am besten so unter das Holz gehen, weil das ist so das, was man sich auch angewöhnen kann, wenn man dann Hero geht. Wenn. Was haben wir denn da? Da auf das Schild habe ich natürlich Todesnied, das ist klar. Natürlich. Mit letztem Schaden, schade. Ich bin wahrscheinlich gleich letzter, weil ich nichts zum Angreifen kriege. Vor allem, ich sag, ich bin letzter im Schaden, schade. Ja, der Heiler. First World Heiler Problems. So. Der Magier ist schlechter als du im momentanen Kampf. Die muss man übrigens nicht pullen. Was ja viele machen, ne? Also. Ja, genau wie der Hunter jetzt, ne? Oder? Was der Hunter? Nee, hat keiner gepult. Okay. Nee, die ist nur irgendwie epileptisch rumgerannt. Also. Epileptisch, ja, aber. Epilepsie ist eine ernstzunehmende Krankheit. Ja. Ja, mich selber. Es ist ernstzunehmend, weil wenn du merkst, dass jemand einen Anfall hat, dann solltest du schnell ihn in eine Wanne stopfen, Wasser reinlassen und Waschpulver dazu kippen, damit du deine Wäsche kostengünstig gereinigt bekommst. Halt's mal, du Arschloch. Das ist lustig. Migräne ist eine Form von Epilepsie, zumindest die, die ich habe. Ja, das Geile ist, ich bin immer noch auf Gefahr von Epilepsie. Könntest du einfach so wieder bekommen, irgendwie. Ich stelle mir gerade Cat vor, wie sie dann abgeht und ich dann die schnelle Reaktion habe. Oh, scheiße! Habt ihr noch Waschpulver? Also normalerweise, wenn ich Migräne habe, dann fangen nur meine Gliedmaßen an zu zucken. Aber einmal hatte ich so schlimm Migräne, dass 3 Monate lang mein rechtes Auge gezuckt hat. 3 Monate? Oh. Ja, das ist auch langanhaltend dann, die Nachwirkungen der Migräne, diese Zuckungen. Die habe ich dann mal gut ein paar Tage. Das Einzige, was ich ab und an mal habe... Das war schon heftig. Das Einzige Ernstzunehmende, was ich ab und an mal habe, ist Tourette, du Fotze. ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Ja, das, was Tourette ist, das wissen ja viele nicht, ne? Ja. Aber die Leute... Hat letztens wirklich jemand... erklärt, nachdem ich so sagte, spaßeshalber, Tourette, du Fotze. Ja, so ist es aber bei Tourette gar nicht. Ja, das weiß ich auch. Die das dann nicht sagen, so, mit dem Motto Tourette. Dann die Beleidigung. War ja auch der Spaß der Sache. Vor allem... Oh Mann. Mein Zivildienst hatte ich jemand mit Tourette. Ja, also ich fand das immer sau lustig. Ihm war es halt dann auch irgendwann gar nicht mehr peinlich. Am Anfang war ihm das halt peinlich, weil er ja nicht wusste, wie ich darauf reagiere. Aber da ich ja ein sehr lockerer Mensch bin, wie ich mir mal Mut anmute, ne? So aber, wir sind halt tolerant und... Das bin ich auch, also wirklich. Tolerant also, und aufmerksam ja. Und nett. Ja, man mag nett, das ja gar nicht, nicht vergessen? Von mir. Nett sozial. Ist ja kein Bruder von Scheiße. Asozial vor allem. Aber nein, ich bin und ja wirklich B-sozial. Ah, sozial. Ich bin ja wirklich sozial und tolerant. Ey, mach ein freiwilliges soziales Jahr, ja, also bitte. Also bitte. Ich war Zivi, arbeite jetzt im Support und hab da auch immer so Spezialfälle, wo ich dann denke, ja. Boah, die Kreissäge brauch ich, ey. Ich habe in der Uni bei manchen Leuten, mit denen ich manchmal, ja, jetzt in diesem Semester nicht, aber davor dachte ich mir bei manchen echt so. Boah, bin ich sozial, dass ich die nicht umbringe. Das kenne ich schon. Selbstbeherrschung, alles nur Selbstbeherrschung. Jeder andere hält so umgeschrieben. Okay, ich heile ihn. Aber Leute umzubringen ist ja eigentlich sozial, wenn alle anderen davon nur einen verbessern. Vorteil bekommen. Ja, du willst ja die Welt nur verbessern, ne? Eben. Wie war das mit, wir hatten das letzten Sommer gesagt, wir sollten einführen, dass jeder in seinem Leben mal wenigstens einmal war ein... Achso, okay. War ich. Das war am Wochenende, ne?
Ja, man sollte einführen, dass jeder im Leben einmal einen Menschen umbringen dürfte. Einfach nur, um die Welt zu verbessern. Ich wäre schon längst tot. Ich auch. Ja, das sagst du da. Ja, weil halt genau solche Leute halt dann auch das Recht kriegen, ne? Es dürfte aber keine Affekthandlung sein. Es dürfte keine Affekthandlung sein. Sonst wäre ich auch schon tot. Ja, das ist eine gut durchdachte und begründete. Ja, genau. Also, naja, begründet ist ja relativ auch. Du hast mich böhmisch angeguckt, ich bring dich um.